So, wir melden uns hier wieder von der zentralen Endrunde der Schachbundesliga in Berlin. Ich habe jetzt hier den Mannschaftsführer der OSG Baden bei mir, den Sven Noppes. Sven, herzlichen Glückwunsch. Baden ist zum 11. Mal deutscher Meister geworden. Ihr habt heute gewonnen gegen Speyer Schwegenheim. Es läuft zwar noch eine Partie, aber es steht beim Stand von 6,5 zu 1,5. Seid ihr unerholbar an der Spitze. Jetzt ganz kurz nach dem Kampf so, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Was geht dir durch den Kopf? Irgendwie 11. Mal deutscher Meister mit Baden. Ja, ist natürlich bisher die beste Saison gewesen, die wir eigentlich gespielt haben. Ist perfekt gelaufen, wir haben keinen Mannschaftspunkt verloren und auch sonst der ganze Saisonverlauf war, glaube ich, sehr, sehr souverän. Von dem her hatten wir schon viele enge deutsche Meisterschaften, aber dieses Mal ist es doch klar. Und wir waren auch noch nie so früh deutscher Meister, glaube ich. Ich habe nachgeguckt, ihr habt schon zweimal 30-0 Punkte geschafft, vor 3 Jahren und vor 4 Jahren. Das könnte wieder ein kleines Ziel sein, noch eine kleine Restmotivation für die Mannschaft noch für die letzten beiden Runden hier. Ja klar, eigentlich schon, weil wir haben noch eine Rechnung offen mit Solingen morgen, da wird schon noch was passieren. Also ich denke, da ja, sind wir schon noch motiviert, auch wenn wir heute schon feiern werden. Ja. Du sagst es vorher noch motiviert, es spielen ja auch Levon Aronian und Vichy Anand an diesem Wochenende für OSG Baden. Ganz toll für die Zuschauer natürlich, ein Riesenereignis. Da habt ihr euch nicht lumpen lassen, ne? Also von wegen kleine Revanche gegen Solingen. Geht das auch ein bisschen in die Richtung? Ja, das geht schon ein bisschen auch in die Richtung, beziehungsweise ist es auch eine Anerkennung für dieses Event hier. Also es ist ja bekannt, dass ich nicht immer Freund der zentralen Endrunden bin, weil ich der Meinung bin, dass da Heimkämpfe für die Vereine verloren gehen. Aber wenn es so ein Event ist wie hier, zusammen auch mit den Frauen, dann denke ich, muss man es auch unterstützen. Und wären wir jetzt hier mit 2 Jugendbrettern erschienen, was wahrscheinlich auch gereicht hätte, dann hätten wir vielleicht nicht so Werbung für Schach gemacht, wie es hier eigentlich nötig ist. Also wir müssen einfach den Schachsport pushen und wir haben heute auch viel Prominenz da gehabt. Ich habe gesehen, der Chef der Deutschen Bahn beispielsweise war hier im Haus. Ich habe kurz mit ihm gesprochen. Also tolles Event hier. Du sagst auch feiern, hast du schon genannt, das Stichwort. Ich habe auch gesehen, Herr Grenke ist ja auch da, der Vorstandsvorsitzende von Grenke Leasing, dem Sponsor natürlich im deutschen Schach schlechthin. Das heißt auch, ihr werdet heute Abend natürlich auch ein bisschen mit der Mannschaft und mit dem Grenke natürlich auch das Ganze ausklinken lassen und ein bisschen feiern, ne? Genau, so ist es. Wir haben ein schönes Lokal, wo wir es uns richtig gut gehen lassen werden. Da haben wir einen extra Bereich für uns. Wolfgang Grenke ist da. Der war schon gestern, ist er mit uns angereist gemeinsam. Also ich denke, wird ein toller Abend werden. Ich will nochmal kurz zurückkommen auf die, du bist ja im Moment auf einer kleinen Euphoriewelle, was Schachereignisse betrifft, ne? Grenke Chess Open mit über 1200 Teilnehmer, Rekord, wahrscheinlich das größte Open der Welt. Ich war ja auch selbst dabei. Zu Ende gegangen nach Ostern, dann Grenke Chess Classic mit Magnus Carlsen, auch ein tolles Turnier. Fass nochmal die beiden Ereignisse nochmal zusammen für unsere Zuschauer. Wie ist das gelaufen aus deiner Sicht, Resonanz, und wie sieht es für die Zukunft aus? Es ist einfach perfekt gelaufen, es ist ein gigantisches Schachereignis gewesen. Ich habe es Grenke Schachfestspiele bei der Eröffnung schon genannt, weil diese Atmosphäre hat einfach euphorisch werden lassen und ich denke völlig zu Recht, es war eine super Stimmung in der Halle, 1200 Spieler, ein paar hundert Zuschauer, dann die großen Jungs, angefangen mit Magnus Carlsen, es war ein Traum und dann hat man einen schönen Turnierverlauf, anfangs Hui Fan vorgeprescht, da hat fast alles gepasst, also es war einfach traumhaft, wie es gelaufen ist und wir machen uns so unsere Gedanken im Moment und ich kann es verraten, also wir werden das Event jährlich durchführen. Wow, das ist natürlich eine super Nachricht. Also 2018 geht es dann direkt weiter mit beiden Ereignissen. Toll. Kommen wir aber zurück nochmal hier nach Berlin. Läuft nämlich noch etwas hier, was spannend ist für dich auch persönlich. Du bist nämlich auch Mannschaftsführer nicht nur der Baden-Badener, sondern auch der Frauen, der Schachfreunde Deizisau. Du bist ja auch aus Deizisau, bist dort geboren. Deizisau spielt gerade gegen Schwäbisch Hall, liegen sogar vorne mit 2-1. Und wenn sie 3-3 spielen oder sogar gewinnen, dann hat auch Baden-Baden der Frauen, die Frauenmannschaft der Baden-Baden, eine Chance, nochmal deutscher Meister zu werden. Wie siehst du gerade, was da gerade passiert, auch von draußen? Ja, es ist im Moment der spannendste Wettkampf in der Halle, denke ich. Da wird die deutsche Meisterschaft der Frauen mit entschieden. Klar, es gibt dann auch noch 2 Runden, aber ich denke, wenn Deizisau heute nicht punktet gegen Schwäbisch Hall, hat Schwäbisch Hall relativ einfach.
Es ist ganz, ganz wackelig, aber mit einem bisschen Glück könnte es vielleicht zu einem 3-3 reichen. Und dann wäre Baden-Baden wieder im Spiel. Das ist richtig, Deizisau ist mein Heimatverein, Deizisau ist mein Heimatort, wo ich aufgewachsen bin. Da bin ich seit über 20 Jahren Vereinsvorsitzender. Dort haben wir das Neckar Open groß gemacht, das heute in die Kränke Chess Open übergegangen ist. Und ja, ich wirke dort immer noch, auch wenn ich heute in Baden-Baden ebenso aktiv bin. Sven, vielen, vielen Dank für das tolle Interview, für die Zusammenfassung dessen, was gerade passiert und für diese tolle Neuigkeit. Und herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal für den Meistertitel mit Baden-Baden. Vielen Dank.